Meine Studiogäste sind Karl Lagerfeld, weil er bei Wetten, dass nicht mehr untergekommen ist. Sandra Maischberger, großartig in diversen Fragestellungen. Ich begrüße ganz herzlich Karl Lagerfeld. Herr Lagerfeld, ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Bonsoir. Herr Lagerfeld. Bonsoir. Herr Lagerfeld, Herr Lagerfeld. Politik kommt ja immer mehr in Mode. Ja. Bedauern Sie, dass so Modepüppchen wie Bettina Wulff gänzlich aus dem Präsidialamt verschwunden sind? Naja, also, ich muss sagen, wir haben da etwas vorbereitet. Ach so. Doch. Oder so. In Deutschland dieses Präsidentengedöns geht mir wahnsinnig auf den Sack. Nicht? Doch. Gaukel, super Gauk, wie das heißt, wie ich schon höre, Präsident der Herzen. Mon Dieu. Sofort die Assoziation da mit Prinzessin der Herzen, mit Diana. Alte Freundin von mir übrigens, auch schon tot. Die Leute überleben mich einfach nicht. Und dann höre ich also, Präsident der Herzen. Also, was soll das? Ja? Will man, dass dieser Herr Gauck in einem Pariser Tunnel an einem Pfeiler fährt? Geschmacklos. Ja? Die Leute haben eine Assoziationskette in ihrer Gefühlsloselei so unerhört. Ja? Man will diesen Herrn Gauck verehren, ums Verrecken, wie eine tote Prinzessin. Nur weil man sich lebend die Monarchie nicht mehr leisten darf. Dabei ist ja der Bundespräsident in Deutschland ist ein wie die Queen. Doch. Mit dem Unterschied, die Queen in England kostet eine ganze Menge, aber sie spielt das Vielfache ein durch die Touristen. Der Bundespräsident spielt ja nichts ein. Er kostet nur, nimm seinen Wolf. Nicht? Er kostet Ehrensold und Zapfenstreich, unerhört, Sauerei. Ja? Aber er bringt nichts ein. Kein Mensch kauft Wolf auf einer Kaffeetasse. Auf Klopapier vielleicht, kann man versuchen. Doch. Herr Lagerfeld, ja. Sie sprechen ja nun gerade nicht sehr nett von Herrn Wolf. Ja, was heißt nett? Ich habe ihn euch gesehen bei zwei Reden. Ist er auf Freigang oder was soll das? Ist er auf Freigang? Was soll das? Nein, er ist ja noch gar nicht drin. Oh, pardon. Die Frage ergibt sich, brauchen wir überhaupt einen Bundespräsidenten? Naja, der Bundespräsident hat ja nichts zu sagen, politisch nichts zu sagen. Bitte was? Ich spreche so undeutlich, also... Nein. Also bitte, der Bundespräsident hat politisch nichts zu sagen. Wenn Sie das besser verstehen, dann ist es also ganz gut, wenn er ein Volk vertritt, was politisch ja auch nichts zu sagen hat, ja? Diese neue First Lady, hat er ein Tattoo eigentlich, ein Tattoo? Die neue First Lady hat ein Tattoo? Nein. Oh, popelig, grauenhaft. Fanden Sie denn Bettina Wulff besser? Ja, was heißt besser? Also sie war einfach zu selbstständig. Also sie hatte diesen eigenen Beruf, da schreibt sie ein Buch. Ich bin ja nicht Historiker, ist auch ein Beruf. Und Bettina Wulff war nicht Prostituierte. Da war sie natürlich in dem Amt überbesetzt sozusagen. Sie fühlte sich ja in das Amt reingedrängt. Naja, aber Christian Wulff wollte ja unbedingt da rein. Was heißt rein? Er hat sich ja da reingeschleimt mit billigen Tricks und schmierigen Vorteilsannahmen. Ja, er ist ja der eigentliche Prostituierte. Doch. Na, also zumindest ist er Beschaffungspolitiker. Ja? Er hatte nichts, er war nichts, er konnte nichts und dafür hat er sich in Wirtschaftskreisen und in der Politik flachgelegt. So kann man sagen, so flachgelegt. Oh, grauenhaft. Ein Ausschnitt. Wir dürfen nicht vergessen, wer wird noch Politiker? Wer wird noch Freund von einem Politiker? Ich selbst habe durch die ganze Sache keine Freunde mehr. Jedenfalls keine, die mir Geld geben. Weil ich auch Mensch bin. Meine Mutter war zweimal geschieden. Ich bin einmal sitzen geblieben. Das lasse ich mir von niemandem kaputt machen. Wie oft hat man mir mein Pausenbrot geklaut? Das sind Verletzungen, die niemand von der Presse versteht. Stattdessen wird nur wahllos auf mich geschossen. Aber aus meinem Amtssitz wird jetzt zurückgeschossen. Ich will Multimillionär werden, Multipräsident bleiben. Und das sage ich auch auf jede Mailbox stundenlang. Mit Stahlgewittern drohen und Krieg und es von keiner Handlung. Das war falsch. Das war falsch, gebe ich zu. Und deswegen frage ich die Presse und die deutschen Wähler, wollt ihr den totalen Krieg? Liebe an mich Glaubende, liebe deutsche Gemeinde, wenn ein Bürger aus Ostdeutschland nach über zwei Jahrzehnten noch von Freiheit spricht,
dann hält man ihn für vorsintflutlich oder für verschroben. Und wenn er dann immer noch keine Ruhe gibt, dann wählt man ihn zum Staatsoberhaupt. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Frau Merkel ausging, dass alle deutsche Welt mich schätzen werde. Und das bald waren bei mir die Menge der politischen Heerscharen, die lobten mich und sprachen, Ehre sei Gauck in der Höhe des Amtes und Freiheit den Menschen seines Wohlgefallens. Und seit ich das gesehen habe, breite ich noch mehr mein Wort aus. Denn wahrlich, ich sage euch, euch ist jetzt ein Bundespräsident geboren. Der letzte ward euch verloren gegangen. Von ihm wolltet ihr alles haben. Weltliche Güter, Leben im Jetlag, Jugenddynamik und Tattoos. Und als der Hahn, so nenne ich die Bundesversammlung, als der Hahn vor 2 Jahren zum 3. Mal krähte, da habt ihr mich verleugnet. Und jetzt musstet ihr vielmals krähen, bis ich endlich wieder da war. Ihr musstet durch das Jammertal des unheiligen Christian gehen, aber seht meine Hände und meine Füße, nun bin ich es selbst. Und ich habe kein unbezahltes Haus und keine privaten Kredite. Ich habe eine Frau, die ist bezahlt, und eine Freundin, die hat Kredit bei mir. Herr Lagerfeld, sind Sie denn froh, dass wir Herrn Gauck jetzt als Bundespräsident haben? Naja, die Erwartungen an Herrn Gauck sind natürlich enorm. Nicht gerade nach diesem Skandal vorher. Das ist ganz gut, dass Wulff die Messlatte so tief gelegt hat, dass Herr Gauck sich schon ausgraben musste, damit er eben nicht rüberlatschen kann. Nicht? Doch. Herr Lagerfeld, wir haben einen weiteren Gast, der ebenso firm ist bei diesem Thema. Sandra Maischberger. Oh, nee, also da gehe ich, also nee, da gehe ich. Also die quatschen ja zu mit Ihren Fragen. Bleiben Sie doch. Herr Lagerfeld, mit Karl Lagerfeld haben wir wenigstens die Trennung überwunden von Mode und Politik. Mit Joachim Gauck haben wir die Trennung überwunden von Kirche und Staat. Weil wir einfach eingesehen haben, dass die Kirche besser ist, uns Dinge weiß zu machen, die kein Mensch glauben kann, aber die jeder glauben muss. Und deswegen glauben wir auch an unseren neuen Gast, Sandra Maischberger. Herzliche Begrüßung. Ich freue mich, dass Guten Sie Abend. Da sind. Sandra, bitte nehmen Sie Platz. Guten Abend, Sandra Maischberger. Sandra, wenn Sie Gäste haben und diese Gäste antworten, dann überschütten Sie sie ja gleichzeitig oft mit Sätzen, die sich wie Fragen anhören. Naja, meine Fragen sind ja auch wichtiger als die Antworten. Ja, aber stört das die Gäste nicht? Nun, ich rede meinen Gästen ja rein, damit der Zuschauer nicht mitbekommt, auf wie viele verschiedene Fragen es dieselben Antworten gibt. Also ich muss sagen, wenn ich ehrlich sein darf, wenn ich Ihre Sendung sehe, empfinde ich Sie oft als Fremdkörper. Das ist komisch, denn ich empfinde eigentlich meine Gäste als Fremdkörper. Das heißt, Sie wollen immer einen Beitrag leisten, Politik zum Schweigen zu bringen. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Sie war als Fragetante immer überfordert und lässt ihre Gäste stets durcheinander quatschen, hatte in einem Interview gesagt, es gibt nur eine mit dieser Urteilskraft und das ist Helmut Schmidt. Guten Abend und herzlich willkommen. Herr Schmidt, wen meinten Sie mit Fragetante? Sie sind im Erraten nicht sehr gut. Hat es Sie überrascht, dass die Meldung, Sie hätten eine neue Freundin, Ruth Loa, einen solchen Wirbel verursacht hat? Nein, hat es nicht. Hat es Sie überrascht, dass es Sie nicht überrascht hat? Frau Loa und ich hatten uns rechtzeitig vor dieser Meldung über unsere Lebenspartnerschaft informiert. Können Sie Menschen verstehen, die sagen, 2 Jahre nach Lokis Tod, eine neue Freundin, also das kann ich gut verstehen. Ich habe sie nicht verstanden. Verstehen können, dass andere sie verstehen können. Können Sie die Frage nochmal stellen, inklusive Antwort bitte.
Sie haben vor kurzem eine längere Reise gemacht, unter anderem nach Singapur zu Lee Kuan Yew. Lees Frau ist auch im Oktober 2010 gestorben. Ist das etwas, worüber Sie sich mit Lee ausgetauscht haben? Nein. Haben Sie sich mit Frau Loa darüber ausgetauscht, dass Sie sich mit Lee nicht darüber ausgetauscht haben? Nein. Haben Sie mit Lee gesprochen über Frau Loa? Nein. Haben Sie mit Frau Loa gesprochen über Frau Loa? Das kann man so sagen, aber korrekt ist es nicht. Was ist es dann? Es ist ziemlich dusselig. Helmut Schmidt, die Frage ergibt sich, was ist es, was die Euro-Krise ausmacht? Das Besondere an der Euro-Krise ist, es gibt sie gar nicht. Ach. Nein, wir haben eine Schuldenkrise, das ist etwas anderes. Entschuldigung, wenn ich naiv frage. Das ist Ihr Markenzeichen. Alexander Dobrindt von der CSU sagt, Griechenland soll raus aus dem Euro. Sigmar Gabriel ist für eine gemeinsame Schuldenunion. Im Prinzip hat er recht. Dobrindt oder Gabriel? Einer von beiden. Sandra, was ist denn Ihre persönliche Meinung zu diesem Komplex Griechenland? Finde ich es nicht faszinierend, dass man in einem Urlaubsland mehr Geld ausgibt, wenn man gar nicht hinfährt? Haben Sie denn mal von Gästen in Ihrer Sendung eine wirkliche Antwort bekommen zu diesem Thema? Nun, ich denke, es sind ja die Fragen, die die Menschen aufwühlen und nicht die Antworten. Ich plane einen Talk nur mit Fragen und lade dann gar keinen mehr ein.